Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben die Pfingstwoche, im Büro ist wenig los, es hat sehr viel geregnet, meine Werkstatt wurde ja überschwemmt, habe einiges an Schlamm noch wegzuräumen und am Feld kann man momentan nicht wirklich was machen. Im Büro ist ruhig, also mache ein paar Arbeiten, die liegen geblieben sind. Unter anderem muss ich meine Ketten von die Motorsägen schleifen und das will ich euch heute zeigen. Ich schaue, dass das Video nicht zu lang wird. Ich bin da auch nicht der große Profi im Schleifen, aber ich mache es selber, weil ich einfach dadurch ein bisschen flexibler bin und letztendlich ist das Ganze einfach auch ein bisschen billiger. So, hier haben wir meine Transportkiste für die Motorsägen und fürs Zubehör. Ihr seht schon meinen Helm, ein Gurt mit der Fernbedienung für die Seilwinde, ein Ersatzhelm, falls jemand hilft, der keinen eigenen Helm hat, Gurt für die Umlenkrollen von der Seilwinde, hier sind ja die zwei Umlenkrollen, Werkzeug für die Motorsägen, Fellheber, Hammer zum Keilen, die Keile sind hier Ersatzkeile und im Gurt von der Seilwinde. Dann habe ich ein Sacki, eine Gruppe, ja, und diverses Hilfsmaterial, Verbandskasten darf nicht fehlen, ein Fernglas für die Bortenkäfer, Suche, Reiniger, Seil, was ist das? Also von meiner großen Spiel, von der 661, schleife jetzt als erstes mal die Ketten. So, als erst müssen wir mal die Kette ausbauen. Dazu müssen wir mal die Spannung lösen an der Kette. Und die Schrauben locker machen. Im Zusammenhang bietet es sich auch gleich an, eine kleine Reinigung zu machen und eine Wartung vom Schwert. Das war eine erste Reinigung. Die eigentliche Reinigung mache ich dann mit einem Reinigungsmittel. Da braucht man einen Spezialreiniger. Alles andere, was ich ausprobiert habe, löst sowas wie das Harz vorne an der Maschine nicht. Dementsprechend mache ich das danach noch mit meinem Reiniger. Und jetzt gehen wir aber zum Kettenschleifen. So, hier ist also mein Bereich, in dem ich meine Kette schleife. Da ist das Schleifgerät. Das Wichtigste für mich zumindest war, dass ich da einen vernünftigen Stromanschluss habe. Das habe ich mir vor einer Zeit machen lassen, weil meine eigenen Anschlüsse dermaßen überhand genommen haben, dass die Berufsgenossenschaft die elektrische bisschen mehr Absicherung gefordert hat. Das ist Licht dazu. Licht kann man nie genug haben. Schalte jetzt auch gleich noch ein. So, jetzt ist schön hell. Dann holen wir unseren Stuhl. Und dann das Wichtigste ist die Übersicht. Die habe ich mir mal aus dem Internet ausgedruckt
weil man hier sämtliche Werte sieht, wie man das Schleifgerät einstellen muss, je nach Kette, die man hat. Bei mir üblich ist eigentlich eine 3/8 Teilung, meistens eine Vollmeißelkette und dadurch sind eigentlich die meisten Parameter vom Schleifen eh schon vorgegeben. So, schauen wir uns mal die Einstellung an. Also, mir braucht man einen Schleifwinkel von 60 Grad. Dann braucht man einen Schärfwinkel von Vollmeißel 3/8 von 25 Grad. Und da wir eine Vollmeißel haben, müssen wir den Schlitten verschieben. Der ist aber schon richtig eingestellt. Schauen wir uns einmal die Kette an. Spannen wir es mal ein. Und schauen wir mal eine Trockenübung. Ach, das passt eh fast. Ein bisschen verstellen wir es noch. Die Kunst ist ein bisschen nicht zu viel und nicht zu wenig wegnehmen. Wenn mehr notwendig ist, wie jetzt hier, weil ich im Boden geschnitten habe, dann empfiehlt es sich, das auf 2 Durchgänge zu machen, damit man nicht zu viel auf einmal schleift, weil die Kette sonst verglüht oder das Glied und dann die Härte von der Schneide im Eimer ist. So, dann schalten wir das Gerät mal ein. Schauen wir noch, Schale ist fest. Das ist ein bisschen schlecht gemacht. Da geht das Licht erst an, wenn man es einschaltet. Mir wäre es lieber, ich könnte das Licht separat einschalten. So, macht man mal den ersten Zahn. Schaut gut aus, den markieren wir uns, dass wir ihn wieder finden. So, jetzt sind die anderen Glieder dran. Das heißt, einfach das Ganze spiegelbildlich einstellen. Erster Zahn wieder markiert, kann es wieder weitergehen. So, jetzt höre ich gerade, die Post kommt. Da schaue ich jetzt, was die bringt, weil ich habe mir für Mähdrescher 2 neue Scheinwerfer bestellt. 2 LED-Leuchten. Vielleicht kann ich die heute Nachmittag gleich einbauen. Ansonsten war es das jetzt mit meinem Video Schleifen meiner kettenführenden Motorsäge.
Würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Insbesondere die Profis unter euch, wenn es mir Tipps gibt, wie ich es besser machen kann. Ansonsten wünsche ich euch alle eine schöne Woche. Bleibt gesund und an die, die im Urlaub sind, eine erholsame Zeit. Freue mich schon, wenn wir uns wieder auf meinem Kanal treffen. Bis demnächst. Servus. Bis dann.